Und da sind wir wieder bei, zurück bei Let's Play Tech World 2. So, wo waren wir dran? Erstmal eine Karotte knuspern. Oh Scheiße, jetzt weiß ich, was ich eben vergessen habe. Ich habe noch Skype und Steam offen gehabt. Scheiße. Wieso? Alter, was habe ich alles vergessen zu schießen? Wo waren wir? Ah ja, wir waren da dran. Das ist schon mal soweit verbunden. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch ein bisschen Käbelchen. Ein paar Käbelchen, wir brauchen die nicht. Das heißt, wir müssen nochmal mit Redstone und Lead nehmen. Oder Lead oder Blei. Echtes deutsches Blei. Ja, ignorieren wir einfach mal wieder meine Kommentare. Gehen dann mal runter. Wo können wir das? Ach komm, das verläuft. Wenn wir einfach hier im Boden verlaufen. Das baue ich dann auch gleich wieder zu. Ja, wir brauchen ein bisschen Startenergie, aber das sollte ja nicht das Problem sein. Dank dem Atomreaktor haben wir ja schon mal ordentlich Energie, aber wir werden auf jeden Fall noch mehr Energie erzeugen, als wir momentan brauchen. Und können vielleicht darüber später auch eine Query betreiben. Hier, den brauchen wir nicht. Ja, das war ja jetzt sowas von klar. Gut, na, jetzt mache ich mal das Kabel verlegen. Na. Ich sagte, na. Ja, das sieht hässlich aus noch, ich weiß, aber das ändern wir gleich. Da hat noch Glas gefehlt, zurück. Ach komm, Sandbaustein ähnlich und wenn, dann kann man das schnell herstellen über Cobblestones. Und ich weiß genau, dass wir noch, ach, jetzt habe ich die Spitzhacke vergessen. Noch Cobbles, noch Sand brauchen werden und Cobblestones dann was bekommen werden. Ich mache wieder mal ganz billig eine Stone Pickaxe. Und was ich dann mal mache, wir brauchen nämlich, um das Ganze zu verkleiden, brauchen wir eine Saw. Und da mache ich einfach mal ganz eine Stone Saw. Dafür brauchen wir Stone Toolwords oder Stone Words. Einfach zwei Clean Stones. Haben wir sogar noch. Perfekt. Die ordnen wir so an. Zwei Sticks und Flint, davon haben wir ja noch. Ne, das ist Gunpowder. So, und wir haben Microblocks. Also das Tool für Microblocks. Und da mache ich jetzt einfach mal hier. Ich sollte vorher überlegen, was ich mache. Unten habe ich Jungle Wood verlegt. Ich kann die nochmal. Ne, das sind die dünnsten. Okay. Dann schneide ich aber nochmal hier die Blöcke klein. Finde ich recht cool, diese Art, weil man so echt cool Kabel verstecken kann. Wie, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, es ist gerade ein bisschen dunkel. Und zwar muss die Gearbox bepowert werden. Und die hat jetzt schon mal Strom. Das ist schon mal sehr schön. Und wie verstecken wir das Ganze jetzt? Erstmal mache ich hier nochmal ein bisschen Licht. Ja, dahin. Da hier noch später was rein muss, machen wir das einfach schon mal so. Doof. Doof. Genau, das wollte ich nicht. Das ist so ein Nebeneffekt, der manchmal bei den Microworks passiert.
einfach hier die Jungle Wood Cover drüber. Und schon haben wir das ganz super easy versteckt. Wenn man es dann nicht verkacken würde. Ja, kein Kommentar. Ich kann euch bestimmt auch dann vielleicht irgendwann mal den Server zeigen, den ich aufgebaut habe mit dem paar Kumpels von mir. So weit sind wir da noch nicht. Ich habe da nur großartig übertrieben, sollte ja klar sein. Ich glaube, ihr solltet ja langsam ein bisschen bekannt sein, dass ich gerne ein bisschen größer baue. So, Energie hat sie jetzt 1000 MJ gespeichert. Was brauchen wir noch? Die brauchen nämlich noch Wasser. Wasser braucht sie auf jeden Fall. Dafür wollte ich einen Aquarius Accumulator benutzen. Das kann zurück. Wir brauchen ein Gold. 6 Iron, 2 Zinn und Glas. Glas sollte durch sein, jawohl. Und dann können wir jetzt in den Mühlen. Ohne weitere Komplikationen sollten wir dann craften dürfen. Machine Frame, Redstone. Einmal anders anordnen. So, so. So und so, der Bucket ist da drauf gegangen. Dann brauchen wir Fluidukte. Da nehmen wir hier schon die Opaque. Opaque oder mir egal. Das sollten wir einmal machen können. Und wir brauchen nochmal Item Duct. Auch die Opaque. Tin und Lead. So, so, und wir brauchen nochmal zwei Servos. Wieso, das werdet ihr jetzt gleich sehen, was ich da vorhab. Und ich, alter Profi, habe schon wieder vergessen aufzuachten, wenn ich die Aufnahme gestartet habe. Ich mache das jetzt auf jeden Fall so, hier den Grundaufbau ruhig fertig. So, dafür muss ich dann nochmal hier einreißen. Das ist so ungewohnt, so lahmarschig zu sein. So, da packen wir ein Fluidukt drauf, das nach oben abgibt und wir sehen, es füllt sich mit Wasser. Sehr schön, dann kommen wir mal mit dem Slabs zu. Und dann brauchen wir die Item Ducts. Beim Hedge kommt es rein, ne? Ja. Okay, er hat sich noch so gefüllt. So, das soll auf jeden Fall hier rauspumpen. Und dafür, dass wir das machen, muss ein Servo installiert werden. Redstone Control aus. Und das kommt schon rein. So, das Ganze baut jetzt schon mal mit Erde auf, aber er zeigt noch oben, no fertilizer. Farms requires fertilizer for function. Composting is insufficient. Also, der braucht noch Fertilizer. Füllt er sich noch mit Wasser? Und nicht so aus. Ach, dann machen wir dem noch eine. Ich will dem keinen. Ja, komm, wir machen einfach noch einen Lever ran. Oder auf, dass das ein Anzeigefehler ist, dass er nicht voll wird. Wo
Der füllt sich langsam. Sehr langsam. Ach, weißt du, warte, ich reiße das nochmal vorsichtshalber ab. Ah, schon besser. Okay, der braucht dann doch keinen Lever. Vergesse ich auch immer wieder, dass der Aquarius automatisch rauspuppt. So, der ist voll. Und was ich dann noch gerne hier machen würde. Wo habe ich jetzt? Oder kann der überall jetzt raus? Ja, wodurch konnte ich jetzt echt nicht. Nee. Bitte. Ach nee, das ist jetzt einfach nein. Gut, das baue ich dann zu. Bringen wir einmal hier rüber das. Das geht mir jetzt schon wieder auf die Nerven. Dann braucht er noch Saplings. Soll er gleich bekommen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall nochmal ein Stack Kobbel, während wir noch am Arbeiten sind. Ich schalte das hier aus und lasse den Pulverizer, dass wir Sand bekommen. Lege ich mich dann mal knacken. Kratze mich einmal ordentlich. Sollte man gehört haben. Mach nochmal eine Truhe. Und zwar direkt eine Iron Chest, Gold Chest. Lasse ich jetzt mal erstmal sein. Wir brauchen aber noch neue Item Ducts. So, das sollte jetzt dann alles hier reinkommen. Das bauen wir mal hier was schöner dann. Nein, nicht mit denen, sondern mit denen. So. Sand ist schon was da, das ist sehr schön. Und was machen wir jetzt mit dem Sand? Wir haben hier dieses wundervolle Appetite und mit Appetite und Sand kriegen wir Fertilizer. Den schmeiße ich erstmal zurück, weil wir den nicht so viel brauchen erstmal. So, der kriegt den Fertilizer jetzt noch. Und jetzt sehen wir, Erde wird weniger. Hä? Was macht der da? Wenn wir jetzt mal hier raus, Luki Lukin. Habe ich die Range verkackt? Der hat. Das darf jetzt echt nicht wahr sein.
Ich verpasse den. Ja, nur nicht versetzt, Digga, das darf nicht wahr sein. Ich beende jetzt hier die Aufnahme, versetze die ganze Anlage nochmal am meisten nach hinten und dann sehen wir uns wieder. Ich sollte eigentlich vom Creeper in die Luft gejagt werden für so eine Aktion. Komm, da kommt er gerade weg. Bisher kann ich gerade rechnen, an dem ist. Komm schon. Einfach nur ein. Oh Mann. Sonst laufen die Teile doch immer so zu häufig rum. Weißt du, da denkst du, da kannst du verkaufen und deine Arschkarte. Gut, bis gleich. Tschö.